Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du da bist. Und ja, wie du hier schon lesen kannst, geht es heute um das Thema seriöse Heimarbeit. Und ich werde dir in diesem Video nicht die 5, die 6, die 7 oder die 10 besten Tipps geben, sondern ich werde dir einfach ja mal vorstellen, was aus meiner Sicht ja die beste Möglichkeit ist, sich von zu Hause aus ein, ja, ein lukratives Einkommen eben halt aufzubauen. Und ja, das natürlich auch mit einem ja vernünftigen und überschaubaren Zeiteinsatz. Und ich werde dir aber auch zeigen, worauf du achten musst. Wenn man mal eine Google-Suche macht, seriöse Heimarbeit, dann siehst du, ich habe es ja schon mal blau markiert, dass es hier ja über 200.000 ja, Ergebnisse gibt. Wenn wir jetzt nur mal Heimarbeit machen, dann wird es deutlich mehr werden noch. Dann haben wir hier schon über 1,7 Millionen Ergebnisse. Und ja, wie du siehst, wird das Ganze auch immer beworben. Manche sind seriöse Anbieter. Ja, es gibt aber natürlich auch hier Anbieter, jetzt nicht auf dieser Seite oder so, das kann ich nicht beurteilen, aber es gibt natürlich auch Anbieter, die alles andere als seriös sind. Und worauf du da achten musst, gehen wir gleich noch ein. Wenn wir uns einfach mal anschauen, ich habe hier mal zwei Zahlen rausgesucht. 2,7 Millionen Deutsche arbeiten in zwei Jobs. Ja, also du siehst, das Thema Nebenjob, ja, da ist man nicht alleine, sondern es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ja zwei Nebenjobs oder die zwei Jobs haben, einmal den Hauptjob und den Nebenjob. Bei den einen ist es so, dass der Hauptjob das Einkommen halt einfach nicht reicht, um ja den Lebensstandard vernünftig zu halten. Ja, bei anderen sind es oft aber auch andere Dinge, zum Beispiel die Angst, ja im Alter nicht genügend Rente zu haben, ja dazu ja den Lebensstandard nicht halten zu können und so weiter. Ja, also die Gründe können da sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich möchte dir aber noch eine zweite Grafik zeigen, und zwar die ist von Statista. Und hier siehst du, dass vom Jahr 1991 bis zum Jahr 2013, siehst du hier in der unteren Leiste, ist die Anzahl der Leute, die schon die einen Beruf haben, also die schon Arbeitnehmer sind und einen Zweitjob haben, ja, gestiegen von unter 3% auf über 8%. Und ja, du siehst halt, dass das Ganze ein Trend ist, und der Trend wird wohl auch in Zukunft so weitergehen. Ich habe es eben schon angesprochen, es gibt das Thema Altersarmut. Ja, die Renten werden geringer für die jüngere Generation ausfallen, als das vielleicht bei vielen jetzt noch der Fall ist. Und trotzdem kannst du auch heute schon aus der Presse und aus dem Fernsehen ja eben entnehmen, dass für viele Rentner auch die ja, dass da einfach die Renten heute schon nicht mehr reichen. Und wenn wir da mal noch 10, 20 Jahre in die Zukunft schauen, wird es dort sicherlich nicht besser sein. Und deswegen, ja, versuchen halt viele auch heute schon, ja, sich über Wasser zu halten oder eben den eigenen, Lebensstandard halt eben aufrecht zu erhalten. Und da kommt natürlich ein Nebenjob immer in Betracht. Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten, Nebenjobs, oder ja, von zu Hause aus, sage ich mal, zu arbeiten. Du kannst, es gibt Kugelschreiber zusammenschrauben. Du hast, ja, auch hier Online-Casinos, ja, wobei das für mich nicht mit einem Nebenjob zu tun hat, taucht aber, wenn man diese Dinge hier einfach eingibt, diese Suchbegriffe bei Google, erscheint es halt immer wieder. Ja, oder ja, dass man Wundertüten befüllt, ja, dass man Umfragen macht, Trading-Geschichten, Produkttester, alle solche Dinge. Ja, sicherlich kann man mit vielen Dingen Geld verdienen, nur ob das bei den meisten Sachen dann Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt. Wichtig ist, wenn du mit dem Gedanken spielst, ja, von zu Hause aus zu arbeiten, einen Nebenjob anzunehmen, dann solltest du unbedingt deine Hausaufgaben machen, bevor du dich da auf irgendwas einlässt. Achte zum Beispiel drauf, wenn es jetzt zum Beispiel so dubiose Angebote sind, Kugelschreiber zusammenbauen, und dass du einfach mal die Webseite besuchst, ja, und einfach mal schaust, ja, macht die Webseite zunächst mal auf dich einen seriösen Eindruck, dass du, ja,
ja, über das Unternehmen dann auch ein bisschen recherchierst, dass du dir mal anschaust, gibt es ein Impressum, also in Deutschland gibt es eine Impressumspflicht, wenn eine Website kein Impressum hat, wenn ein Unternehmen kein Impressum hat, dann ja, halten die es eigentlich mit deutschem Recht nicht so genau. Und da musst du halt für dich dann von Anfang an gleich ausschließen, mit solchen Leuten dann überhaupt zusammenzuarbeiten, weil das ja keinen Sinn macht. Ja, wenn sich jemand nicht an Recht hält, dann warum soll er das dann bei dir halt auch tun? Ja, also schau drauf, das Impressum, schau auch drauf, ist das Unternehmen in Deutschland ansässig oder ist es irgendwie, ja, was weiß ich, im Ausland tätig. Auch hier ist es, das ist nicht unrelevant, diese Information, weil im Falle eines ja, Gerichtsstreits oder wie auch immer, ist es halt so, dass oft dann ja, die Verhandlung ja in dem Ort stattfindet, wo eben das Unternehmen ansässig ist. Und ja, und das kann für dich dann halt eben halt auch teuer werden. Und ja, dann ganz wichtig, guck, dass du schau, dass du nie was mit Vorkasse machst, ja, wo du erst Ware einkaufen musst, um die dann zusammenzubauen oder wie auch immer, oder Wundertüten dann zu befüllen, dass du da irgendwie in Vorkasse treten musst. Du weißt halt dann auch schlussendlich nie, ja, kriegst du dann das Geld eben halt auch wieder. Ja, also das sind so ein paar Punkte, an denen kann man sich orientieren und natürlich dann auch eine Google-Recherche machen über das jeweilige Unternehmen und einfach mal herausfinden, ist das Ganze eigentlich auch ja seriös, und ja, dann hast du im Prinzip deine Hausaufgaben gemacht und dann solltest du schon den Großteil ja der unseriösen Angebote von den seriösen getrennt haben. So, und jetzt gehen wir einfach mal darauf ein, was ich dir empfehlen würde. Und zwar, du siehst es hier schon, ich würde dir empfehlen, dich tatsächlich selbstständig zu machen. Ich kenne jetzt deine Hintergründe nicht, warum du ja einen Nebenjob suchst. Ich weiß nicht, warum die 2,7 Millionen Menschen ihren Nebenjob haben. Was ich aber allerdings weiß, ist, dass diese Menschen mehr Geld brauchen. So, und diese 2,7 Millionen Menschen, die arbeiten ja jetzt auch nicht alle von zu Hause aus, sondern die müssen dann vielleicht irgendwo, die arbeiten vielleicht zum Beispiel an einer Tankstelle, dann müssen die da jeden Sonntag 4, 5 Stunden arbeiten, müssen dorthin fahren, müssen zurückfahren, dann sind wir schon bei 6 Stunden. Ja, und das macht halt eben den Nebenjob nicht immer so attraktiv. Genau. Und deswegen würde ich dir empfehlen, ja, dich in der Tat selbstständig zu machen. Warum? Weil wenn du nämlich im Alter, ja, noch auf Nebenverdienst dann angewiesen bist, dann ist natürlich die Frage, ob du Lust hast, im Alter immer noch jeden Sonntag oder was, egal welchen Tag, ja, 4, 5 Stunden irgendwo, ja, zu verbringen. Ja, und da ist eben von zu Hause aus arbeiten dann doch die schönere Option, ja, wenn man ja in seinem gewohnten Umfeld dann halt auch ist und irgendwo nicht bei Wind und Wetter dann das Haus verlassen muss. Oder wenn man sogar noch Zeit hat und es geschafft hat, sich bis dorthin ja ein lukratives Einkommen aufzubauen, was ja, was viele unter dem Begriff passiven Einkommen kennen. Und das lässt sich halt eben in der Regel nur mit selbstständigen Tätigkeiten erreichen. Ja, die Selbstständigkeit hat viele Vorteile, sei es die freie Zeiteinteilung, sei es, dass du ja frei entscheiden kannst, mit wem, wann und wo du arbeitest. Aber es hat natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung zugrunde und die musst du halt dementsprechend bringen. Ja, dazu gehen wir dann aber auch gleich noch drauf ein. Und in der Selbstständigkeit würde ich dir ganz speziell zwei Vertriebsformen an die Hand legen und das, oder ans Herz legen, entschuldige. Und das ist zum einen das Thema Network Marketing. Beim Network Marketing ist es so, du verkaufst Produkte oder hast eine Dienstleistung, die du ja für ein Unternehmen verkaufst und im Prinzip übernimmst du für das Unternehmen ja das Marketing. Das heißt, du empfiehlst Produkte weiter, du ja, empfiehlst Dienstleistungen weiter, du verkaufst diese Produkte und Dienstleistungen und für jeden Verkauf, den du persönlich erzielst, bekommst du ja eine gewisse Provision, eine gewisse Marge und kannst dir so dementsprechend ein Einkommen aufbauen. Wenn diese Produkte immer wieder bestellt werden müssen, weil es Produkte sind, die sich verbrauchen, ja,
dann kannst du dir hier sogar ein regelmäßiges Einkommen aufbauen, wo die Kunden einfach nachbestellen können und hast dementsprechend eine Art passives Einkommen, solange eben deine Kunden ja die Dienstleistung oder die Produkte ja weiter beziehen. Außerdem hast du beim Network Marketing, was ja nichts anderes ist als eine Form, als eine Vertriebsform, ja, hast du auch noch die Möglichkeit, hier ja ein Händlernetzwerk oder ein Vertriebspartnernetzwerk aufzubauen, wie auch immer man das oder du das nennen willst. Und hier wirst du einfach an den Umsätzen deiner Partner ja dran beteiligt. Das heißt, immer wenn ein Vertriebspartner ja einen Verkauf tätigt, dann erhältst du dafür ebenfalls eine Provision. Und kannst dir auch hier dementsprechend ein, ja, ein gutes passives Einkommen aufbauen. Und wenn du jetzt einfach mal sagst, okay, du hast jetzt, nehmen wir einfach mal das Thema, dein Motiv ist, du willst bis zur Rente dir eben, du willst dich da nicht nur auf die gesetzliche Rente verlassen, sondern willst dir eben eine zusätzliche Rente in Anführungszeichen aufbauen und hast jetzt noch 10, 20 Jahre Zeit und baust in dieser Zeit ein Team mit 500 bis 1000 Vertriebspartnern auf, was jetzt nicht super wenig ist, ist aber auch jetzt nicht, dass man es nicht machen kann, ja, wenn man sein Geschäft ernsthaft betreibt, dann hast du 500 bis 1000 Vertriebspartner und mal angenommen, diese 100.000, diese 1000 Vertriebspartner machen 100.000 Euro Umsatz pro Monat, muss es hier heißen, sonst stimmt die Rechnung nicht und genau, und du wirst es jetzt 10% im Schnitt an deinen Vertriebspartnern Provision bekommen, dann wären das in diesem Rechenbeispiel 10.000 Euro pro Monat. Ja, wenn das Ganze natürlich pro Jahr ist, dann wären es halt 10.000 Euro pro Jahr. Aber das sind immer noch, ja, ist immer noch eine schöne monatliche Rente, die da dann dabei rumkommt. Der Vorteil ist, es ist halt von zu Hause aus möglich. Du hast keinen Geldeinsatz. Bei manchen Unternehmen ist es so, da muss man eine gewisse Gebühr bezahlen, eine Lizenzgebühr oder man muss gewisse Starterpakete kaufen. In dem Unternehmen, wo ich tätig bin, ist es einfach so, du kannst anfangen und kannst sofort Geld verdienen, ohne Geld eingesetzt zu haben. Ganz im Gegenteil, du kannst sogar, ja, wenn du deinen eigenen Energievertrag, deine eigenen Energieverträge umstellst, sogar Geld einsparen. Dazu aber dann auch noch gleich etwas mehr. Genau, du bekommst dort in der Regel in den Unternehmen eine sehr gute Einarbeitung, je nachdem, wer auch dein Ausbilder ist, dein Sponsor. Du hast in der Regel dort ein Ausbildungssystem. Du erhältst Unterstützung, Werbematerialien etc. Ja, so, also diese Vertriebsform würde ich dir ans Herz legen, weil es ja aus meiner Sicht ja die faireste Vertriebsform überhaupt ist. Der Vorteil ist halt ganz klar, die Produkte haben halt schon bewiesen, dass sie funktionieren. Wenn du jetzt in ein Unternehmen kommst, was schon ein gestandenes Unternehmen ist, schon länger wie 5 Jahre am Markt ist, dann weißt du ja, dass die Produkte funktionieren müssen und dass es da eben halt auch einen Markt gibt. Das kannst du auch alles dann eben nachprüfen. Der zweite Weg, den ich dir empfehlen würde, beziehungsweise das Ganze sogar in Kombination, das ist das, was wir in unserem Team machen, das ist das Thema Affiliate Marketing. Beim Affiliate Marketing ist es so, hier bewirbst du einfach das Produkt anderer. Das heißt, jemand hat ein Produkt erstellt, sei es jetzt ein physisches Produkt oder ein digitales Produkt. Das kann, ja, zum Beispiel, oder nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Du kannst zum Beispiel Affiliate-Partner bei Amazon werden und kannst über, du bekommst dann von Amazon zum Beispiel einen Partnerlink, ja, zu dem jeweiligen Produkt, welches du halt gerade bewerben willst. Und jeder, den du empfiehlst es weiter, machst Marketing für das Produkt. Und wenn jemand über diesen Link auf Amazon landet und dort dann eben Produkte kauft, dann erhältst du eine Provision. So. Und das geht natürlich auch mit anderen Anbietern, das geht auch mit digitalen Produkten. Wenn du zum Beispiel von jemandem einen Online-Kurs oder ein E-Book oder ein Buch verkaufst, dann, beziehungsweise wenn der Interessent über den Link auf die Webseite kommt, dort dann kauft, dann bekommst du ebenfalls eine Provision. Ja, und du hast halt den Vorteil, du kannst
im Vorfeld schon herausfinden. Das bieten die ganzen Partnerprogrammplattformen mehr oder weniger an. Du kannst im Prinzip schon herausfinden, wie hoch sind die Provisionen, die du bekommst, wie sind die Verkaufsraten, ja, werden die Produkte gut verkauft, werden sie schlecht verkauft, das siehst du dann eben an den Kennzahlen, die du einsehen kannst und ja, kannst dann über Affiliate Marketing dir von zu Hause aus ein Geschäft aufbauen. Auch hier ist es so, dass du keinen Geldeinsatz hast, ja, weil du ja im Prinzip die Produkte online wie offline einfach halt weiterempfiehlst und hast dementsprechend auch kein Risiko. Das Einzige, was du für diese beiden Vertriebsformen in der Regel brauchst, ist ein PC mit Internetanschluss oder ein Tablet, ein Smartphone. Dann klar brauchst du ein gewisses Marketingwissen. Ich mache das mal hier dazu, weil du musst dir da schon auch ein bisschen Wissen aneignen, wie kannst du die Produkte dann auch tatsächlich an den Mann bringen. Und du musst natürlich auch ein gewisses Zeitbudget haben, um dieses erlernte Wissen auch umzusetzen. Weil wenn du ja das nicht in der Praxis machst, dann wirst du in keinem Geschäft auf Dauer da Geld verdienen, egal ob selbstständig oder angestellt, weil wenn du keine Zeit hast, zum Beispiel sonntags in der Tankstelle 4, 5 Stunden zu arbeiten, dann wird dich dein Chef halt eben einfach auch entlassen. Und so ist es halt bei der Selbstständigkeit auch, nur dass du halt niemanden hast, der jetzt hinter dir steht und sagt, du musst jetzt von 10 bis 14 Uhr ja arbeiten, ja, sondern du entscheidest es halt selbst. Aber deswegen würde ich dir zu diesen beiden Dingen raten und nie war es einfacher aus meiner Sicht, sich heute selbstständig zu machen, weil du kannst Affiliate Marketing super einfach über ja Social Media heute starten, wo du hast keinen Geldeinsatz dafür. Ja, ebenfalls das gleiche gilt für Network Marketing und deswegen haben wir in unserem Team uns auf diese beiden Dinge spezialisiert. Das heißt, wir haben ein also ich bin in einem Network-Marketing-Unternehmen aktiv und betreibe parallel Affiliate-Marketing, aber konzentriert. Also das heißt, ich mache nicht einfach Affiliate-Marketing mit vielen Produkten, sondern ich habe mich da auf zwei Dinge fokussiert und das kannst du auf der Seite www.oliverschirmer.net finden. Ich mache den Link auch unterhalb in die Shownotes, da kannst du dir weitere Informationen auch anfordern. Das heißt, mein Hauptbusiness ist eben das Network Marketing, ja, da bin ich im Network Marketing aktiv, im Energiebereich, kannst du aber alles, wie gesagt, hier nachlesen. Du findest hier oben, wie wir dich unterstützen können. Dann nutzen wir, gerade wenn du online arbeiten willst von zu Hause, brauchst du natürlich auch gewisse Tools, um zum Beispiel Webseiten zu erstellen. Du brauchst ein Marketing-Tool, mit dem du E-Mails versenden kannst. Ja, du brauchst also quasi ein E-Mail-Marketing, ja, System. Ja, und das alles haben wir im Prinzip in einer Software quasi gefunden. Und anhand dieser Software kann man sich eben auch dann da ist noch ein Partnerprogramm, ein zweistufiges hinterlegt, wo man sich dann eben durchaus auch noch ein zweites, ein zweites, ein passives Einkommen eben halt aufbauen kann. Ja, das heißt, jeder, der bei uns dann im Prinzip ja online arbeiten will, bekommt dann eben halt auch Landingpage-Vorlagen von uns, die er ganz einfach in eben dieses System dann importieren kann. Und ja, und so baut sich das eben parallel auf, indem du dich aber auf eine Sache fokussierst, weil wenn du gleich zu viele Sachen auf einmal am Start hast, dann wird es wohl gerade zu Beginn dann eben halt auch nicht funktionieren, je nachdem, welche Vorkenntnisse du halt schon hast. Ja, und vielleicht noch ein Wort zu unserem Online-Marketing-Tool. Du hast hier im Prinzip alles an Tools drin, was du eigentlich benötigst, um online zu arbeiten. Landingpages, Sales Funnel, Mitgliederbereiche, Blogs, Mouse-Tracking. Du siehst also, wo wer auf der Webseite klickt. Du kannst E-Book-Cover erstellen, etc. Ja, sogar Apps kannst du mit dem Tool erstellen. Also das Tool ist wirklich ja so eine eierlegende Wollmilchsau zu einem kleinen Preis. Und ich habe derzeit noch nichts Vergleichbares im Markt finden können, ja, und deswegen empfehlen wir das auch. Und ja, und so baust du dir zwei passive Einkommensströme auf, indem du ja eine Sache vermarktest
Und ja, und das sind eben eben die Methode, die ich dir eben ans Herz legen würde. Und ja, ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich, ja, auf einen Kommentar. Ich freue mich, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Und ich hoffe, wie immer, dass ich dir ja mit dem Video so den ein oder anderen Impuls geben konnte und die ein oder andere Hilfestellung geben konnte. Wenn dem so ist, ja, einfach einen Daumen hoch. Und ich würde mich natürlich auch freuen, ja, dich in unserem Team begrüßen zu dürfen. Alle weiteren Links findest du unterhalb des Videos. Und ja, wichtig, Kanal abonnieren. Ja, und ich freue mich von dir zu hören, wünsche dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.